Oh mein Gott. Nate. Hey. Nate. Elena. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Zurück in der Vergangenheit. Und da wären wir. Von Sam und Drake. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Tja, nachdem was letzte Folge alles passiert ist, sind wir nun hier. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Wieder hier in der Vergangenheit. Gibt es hier etwa Antworten? Gibt es... Tja, was gibt es hier noch? Ich lasse mich mal überraschen. Aber was ist mit Sam? Was mit Drake? Wo kommt Elena auf einmal her? Wie hat Elena uns gefunden? Und ist Sally dabei? Nun ja, wir werden es ganz bestimmt erfahren. Nach diesem Flashback. Erstmal suchen wir einen Weg. Etwas frisch ist es plötzlich. Willst du deine Jacke zurück? Nein, 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 nein. Wir müssen weiter. Ja, ich will ja weiter, aber was stehst du da so angewurzelt rum, mein Freund? Hallo? Naja, ich gehe mal weiter. Tja, was soll ich sagen? Vor allem, was sagt uns dieser Flashback jetzt hier? Wohin führt der uns und was bezwecken die mit diesem Flashback jetzt? Gibt es etwa hier einen Hinweis, der uns bisher entgangen ist, der entscheidend ist für unsere Vergangenheit? Da, ein offenes Fenster. Ach ja. Hier nach. Okay, wenn du das sagst, dann folge ich dir. Okay, gib mir deine Hand. Und hepp. Was werden wir hier finden? Gut gemacht. Alter, muss der uns ständig helfen oder was? Oder? Kann ich nicht springen. Was jetzt? Okay, dann machen wir das anders. Folge mir. Ja, ja, folge mir. Fick dich. Da ist das offene Fenster. Komm, Nathan. Vor allem, was suchen wir hier? Warum sind wir hier? Wow. Gruselig. Ja, ja, hier. Ich hab noch eine. Okay. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Ziehen, Aufzeichnungen oder was. Ich habe ja so eine Vermutung, was hier jetzt passieren wird. Wir erinnern uns an den Spruch von Nadine. Ob das hier eine Rolle spielen wird? Hier drin ist nichts. Wohnt hier etwa Nadine? Als Kind? Nein. Feldflaschen. Das ist es nicht. Das ist in voller alter Reise- und Campingausrüstung. Und hier hinten ist was? Ein Brief. Miss Evelyn. Mein Name ist Kenshiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge bei Ihrem Vortrag zu Ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den Sie vor der Küste Okinawas in Ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und den Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sie sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihren Fachkenntnissen zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen. Und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im The Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten. Was ich aufrichtig hoffe, mit besten Grüßen, Kenichoro Namba. Okay, ein Asiate mit einer Rüstung. Interessant, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, da unten die Kiste, die sah nämlich so gelblich, so interessant aus, aber scheinbar bringt die uns nicht weiter. Und gut, dann suchen wir mal weiter hier. Bei irgendwas Interessantes finden. Ja, das geht. Ab nach unten. Okay, ihm nach. Und wie finden wir sie? Was? Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Wir hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Ah, jetzt erinnere ich mich. Okay, wir suchen von deren Mutter bestimmte Sachen, die uns... Irgendwas war da. Boah, das ist schon so lange her wieder jetzt. Meine Güte. Langes her. Oha. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht vom Arm. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Relics of Tokugawa Ieyasu Kenshiro Namba. Würde ich gerne lesen. Kyoto University. Scheint mit dem Brief zusammenzuhängen. Zumindest klingt der Name so ähnlich. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ja, gar nicht unwahrscheinlich. Oh, ein Kicker. Das ist sehr antik. Findet man nur noch in bestimmten Pubs und Hüstel. Nein. Natürlich scheint etwas neuer zu sein. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Bestimmt ist es das. Ich denke mal nicht. Moment. Okay, da können wir durch. Ich gehe mal aber hier hinten rum. Weil da müssen wir keine Türe öffnen. Die ist nämlich schon offen. Das sieht nach einem Arbeitszimmer aus. Oder ehemaligen Arbeitszimmer. Irgendwie sowas. Vielleicht auch ein Kinderzimmer. Was haben wir hier? Ein Brief. Ein weiterer Brief. Was haben wir hier Schönes? Lieber Eddie. Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinaufführen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell-orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Naja, Affen halt, ne? Nun ja. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan, gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unseren Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist. Damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst, sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Eddie. Halt auch noch was. Scheiße. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Verdammt! Kann ich nicht mehr nehmen. Doof. Hätte ich gern nochmal umgedreht. Welche Kisten? Die da oder was? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer schön arschig. Aha. Okay. Sie sind wohl des Öfteren mal umgezogen. Aber ich frage mich, was das für ein Gebäude ist hier. Es scheint vieles leer zu stehen. Allstars. Und Eddie hat hier gewohnt. Ich habe jetzt irgendwie einen Bezug zu Nadine zu finden, aber... ich glaube, das ist wirklich ein Jungenzimmer. Hat Raven einen anderen Namen vielleicht? Oder sind wir Rave wirklich erst im Knast begegnet? Ich weiß es nicht. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Okay. Haut hin. Jetzt kommt da bestimmt irgendein Lärm, oder? Oder auch nicht. Wow. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Seht ihr schon? Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophagen. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden es heraus. Okay. Interessant. Was haben wir hier? Das ist römisch. 3., vielleicht 4. Jahrhundert. Okay. Interessant, was haben wir hier? Wow. Ist das griechisch? Hey. Kennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Wegen der Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Definitiv. Ja. Oh. Okay, in die eiserne Jungfrau gehe ich jetzt noch nicht. Museum hier. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Halt. Kanopen. Cool. Aber jetzt nicht sonderlich hilfreich für uns. Einfach nur so zum Angucken. Okay. Eine Karte. Oder was ist das? Nee, waren... okay. Nichts Besonderes für uns zumindest. Also hier scheint... mir angefallen. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so ein. Klar. Mit mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt. Lieber nicht. Okay, ich gehe mal nach oben. Hier oben ist auf jeden Fall ein Schatz. Oh, cool. Sieht ein Spielzeug-Wasserflugzeug. Na dann. Tja, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Hier hinten waren wir bereits... und hier vorne war nichts. Und gut. Gehen wir mal weiter runter. Mal sehen, was wir noch entdecken. Wir sind in der Wäschekammer gelandet. Ein Buch. Nein. Okay, nichts für uns. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Da ist eine Türe. Okay, ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter. Reichlich asiatischer Kram hier. Irgendwie eigenartig. Ein ganz komisches Haus. Ich bin ganz ehrlich, also das, was man alles hier findet, das ist ja... Sind wir im Weinkeller gelandet. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Okay, und nun sind wir im wahrscheinlichen Wohntrakt, also, ja, im wirklichen Wohngebäude. Was haben wir hier? Ein Brief. Hallo, ich würde gerne lesen. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Okay, lesen wir erstmal. Feiern Sie mit uns in der Adventures Lodge. Unsere jährliche Weihnachtsgala. 21. Dezember, 17 bis 22 Uhr. 17 Uhr ist Bareröffnung, 18 Uhr Abendbuffet, 19 Uhr Präsentation von Präsident Charles M. Walsh über seine kürzliche Expedition nach Afrika. 20 Uhr Einführung neuer Mitglieder. Stille Auktion endet um 21 Uhr. Um Antwort wird bis zum 1. Dezember gebeten. Da steht auch noch was. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei. Charles. Ich weiß ja nicht, Ein antiker Globus. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Hm, na gut. Mal sehen. Kann ich's? Indien. Wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Ich überlege gerade den Zusammenhang zu finden. Unser Bruder. Einmal steht er da, als er noch hier drüben war. Mann, hat der mich erschreckt. Mich schon gewundert. Was haben wir denn hier? Hey, sieh mal. Hallo? Was ist heiß da drin? Ich lasse es mal hier. Sicher ist sicher. Was haben wir hier? Fruchtbarkeitstotems. Ist ja nicht etwas zu jung für so etwas. Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Du bist nie zu alt. Ah, ja. Standard halt. Aber irgendwie... Finden wir nicht das, wonach wir suchen, zumindest bis hierhin. Was haben wir denn hier? Wow, dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, sorry. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Ja, den Helm lassen wir jetzt erstmal auf. Scheint nicht so wichtig zu sein. Okay, hier haben wir wieder mal eine Schatulle. Oder eine Kiste. Mit einem Buch. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Okay, viel scheint hier nicht zu sein. Kann ich nicht viel mit anstellen. Schade eigentlich. Aber hier scheint wohl die Liebe zum Erforschen entstanden zu sein. Eine Turnierrüstung. Französisch. Na toll. Alles sehr hilfreich, was wir hier so finden. Ah, das ganze Haus ist voll damit. Was ist denn das für ein Gebäude? Ein Gong, ja, aber erstmal das hier. So ganz allein. Ist die das, die hier wohnt? Adventure Life? Hm. Ein Drachengong. Hm. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Ja, wie das ganze Gebäude halt. Jetzt sind wir im Garten. Oder am Garten. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Echt? Welches? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Ist eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Okay, wenn du das sagst. Erfunden oder nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Willst du es mitnehmen? Nee, das zerfällt mir nur in meinem Rucksack. Du könntest es verkaufen. Dann bräuchtest du diesen Job nicht. Halten wir uns heute mal an das. Du hast uns bereits gehört. Hast du nicht ganz unrecht. Schöner Schatten da im Hintergrund. Und da haben wir schon wieder einen Brief. Evelyn. Ich bin über die neueste Ausgabe vom Adventure Life gestolpert und ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf einem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier, der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht, direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund, auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst, aber eins verspreche ich dir, du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich drauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Okay. Hat sie diesen Mann, der sie angeschrieben hat, etwa geheiratet und mit ihm zusammen ein Kind gezeugt? Das wäre ja nicht unwahrscheinlich. Interessant, interessant. Nun ja, meine Freunde, aber da ich hier immer wieder mehr finde und bisher nicht wirklich vorankomme, dass hier wahrscheinlich noch länger dauert und die Folge schon wieder bald bei 30 Minuten ist, wenn das hier so weitergeht, mache ich hier ein Folgenpäuschen und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Uncharted 4: A Thief's End. Bis zum nächsten Mal.